In der Tat war die Kräuterprinte natürlich das bahnbrechende Produkt für Aachen. Aachener Printen, wenn man fragt in Deutschland, was verbindest du mit Aachen, dann kommt die Printe sehr schnell in der Spitzengruppe. Hier gibt es einen Brief des früheren Bundespräsidenten von Weizsäcker, der schreibt, ich an Aachen denke, denke ich an Karl den Großen, Lamberts und die Printe. Das heißt also, die ist für uns sehr, sehr wichtig, die Printe an sich. Aber das Entscheidende ist ja im Laufe der Zeit, dass wir Produkte weiterentwickeln. Und die einfache Kräuterprinte ist ein sehr gut schmeckendes Gebäck, aber Lamberts hieß 1878 bereits Aachener Printen- und Dampfschokoladenfabrik Henry Lamberts. Das heißt, neben der Printe hatten wir die Entwicklung von Schokolade. Es wurden also auch Pralinen gemacht. Insofern ist es eigentlich ganz naheliegend, dass bei Lamberts das Gebäck zur Schokolade kam. Und zwar die Tochter des damaligen Inhabers, einer meiner Vorfahren, kam auf die Idee, die Kräuterprinte in den Schokoladenkübel zu tunken und ging zu ihrem Vater und sagte, du, wäre das nicht mal was Besonderes? Und hat sich das angeguckt und hat überlegt und hat gesagt, ja, in der Tat, jetzt müssen wir gucken, dass die Schokolade schön dran bleibt und dass das Ganze auch richtig abgerundet ist. Und in der Tat wurde die Schokoladenprinte geboren dann um 1880. Und das ist das erste Gebäck in Deutschland, das mit Schokolade überzogen wurde. Also ein ganz wichtiger Beitrag. Man kann Süßwaren zur Mode bringen, aber erstmal muss man auch Gebäck und Schokolade kombinieren. Und das ist uns damals gelungen. Und wer die Aachener Printe aus der Tradition kennt, dem sagt man, sie muss knusprig sein. Das heißt, sie muss sogar, wenn man sie fallen lässt, in tausend Teile zersplittern. Was derjenige, der die Printe nicht kennt, unter Umständen als negativ empfindet, weil er, wenn er reinbeißt, plötzlich Sorge um seine Zähne bekommt. In der Tat müsste man die Printe brechen und dann Stück für Stück im Mund zergehen lassen, damit man die feinen Gewürze und die tolle Rezeptur auch wirklich erfährt. Da das aber ein bisschen kompliziert ist, war es wichtig, dass Lamberts 1938 als erster Aachener Printenhersteller, in Aachen gibt es ganz viele Printenhersteller, so wie es in Nürnberg auch eine Reihe Nürnberger Hersteller gibt, dass Lamberts auf die Idee kam, die erste weiche Printe zu entwickeln und ließ sich die schützen unter dem Namen Saftprinte. 1938 wurde die erste Saftprinte entwickelt. Und die ist deshalb wichtig, weil der moderne Verbraucher von heute lieber die kleineren, die saftigeren hat, als die längeren, knusprigen. Und gleichzeitig bot die Schokolade und die weiche Grundmasse die Möglichkeit, die Printe noch weiter zu veredeln, indem wir beispielsweise Nüsse, Mandeln, verschiedene Schokolade auf die Printe geben. Sodass wir immer sagen, wir haben bei Lamberts dieses Aschenbrödel Kräuterprinte sozusagen zu einer Luxuspraline fast entwickelt, indem wir das Produkt kleiner, weicher, mit Schokolade überzogen haben, teilweise auch noch mit Frucht. Man kann es auch mit Alkoholfüllungen, mit Nougat und so weiter anreichern. Das heißt also, die kleine weiche Printe ist auch vielfältig weiter modifizierbar, sodass wir aus einem einfachen braunen Gebäck ja eine süße Delikatesse entwickelt haben.